Das grüne Spielefest for Kids and Family bot den Kindern und auch den Erwachsenen ein vielseitiges Programm. Ob bekannte Brettspiele, ein selbstgebasteltes Riesen-Jenga oder Geschicklichkeitsspiele an der frischen Luft. Für jeden war etwas dabei. Prozent Leihwand, 0% Fahrt. Das war die Devise beim ersten Spielefest im Fehlmeier. Einen ganzen Nachmittag lang wurde drinnen und, weil das Wetter mitgespielt hat, auch draußen gespielt. Und das Mitte November. Bei freiem Eintritt wurde geknobelt und gezockt, was das Zeug hält. Was sind denn da so die Lieblingsspiele? Ich spiele am liebsten Uno und Skipper. Was habt ihr denn bis jetzt hier schon alles gespielt? Mogelmotte und jetzt sind wir gerade bei Sagerland. Wie gerne spiele denn generell die Brettspiele? Wie beliebt sind die? Sehr, sehr. Wir spielen sehr viele Spiele eigentlich zu Hause. Wie ist die heutige Stimmung? Gut. Wer hat denn bisher gewonnen? Einmal habe ich gewonnen. Wir haben uns einiges überlebt für das erste Spielefest. Es gibt Stationen heute hier mit Brettspielen. Es gibt auch ein paar Aktivitäten Outdoor. Wir haben auch für Speis und Trank gesorgt. Jedenfalls haben die Kinder bei den einzelnen Stationen hier gewisse Sachen, Aufgaben zu erfüllen. Und nachher bekommen sie quasi für jede Station auch sozusagen einen Stempel. Und am Ende des Ganzen, wenn sie einen ausgefüllten Spielepass haben, bekommen sie natürlich auch ein kleines Gimmick für zu Hause. Was für Spiele gibt es denn unter anderem? Man sieht ja, die Auswahl ist sehr groß. Die Auswahl ist extrem groß. Also wir haben hier schon fast historische Brettspiele, sage ich einmal, wie das Spiel des Lebens und so weiter. Also Klassiker bis hin zu ganz modernen, teilweise mit schon Elektronikunterstützung und so weiter. Also da hat sich extrem viel getan in dieser Szene. Ja, also ich glaube, es ist für Jung und Alt alles dabei und es wird sicher ein lustiger Nachmittag. Es braucht es einfach ein bisschen, wo wir die Menschen auch zusammenbringen, wo wir auch miteinander Jung, Alt Singles, Familien, wer auch immer zusammenkommen möchte. Und da bietet sich natürlich so ein Sonntag ideal dafür an. Ich finde es sehr cool. Ich finde es auch cool. Und da kann jeder Spiele ausprobieren. Ja, es ist sehr toll. Lustig. Welche Spiele habt ihr denn bisher schon gespielt? Wir haben jetzt das Spiel Mogelmotte gespielt. Da muss man Karten vermogeln. Und die letzte darf man dann nicht vermogeln. Was sind denn eure Lieblingsspiele? Also meines ist zum Beispiel Hexenkröte, irgendwie so heißt das. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Und ja, Mogelmotte mag ich auch sehr. Bei mir ist es auch die Mogelmotte. Ich habe mehrere. Welche sind das denn? Ja, sehr viele. Mir gefällt auch das Spiel Mogelmotte sehr gut. Auch das Spiel, was die Gymna gesagt hat, diesen Hexenkessel, Kröte, sowas. Gerade Gesellschaftsspiele, gerade zusammenkommen, ist etwas, was auch die Gemeinschaft fördert. Und ich glaube, jetzt, wo viele Menschen dazukommen, neu dazukommen, es kommen viele Familien auch, ist das sicherlich sehr wichtig, dass man hier auch einander kennenlernt. Es ist ein bisschen auch ein Netzwerken der Erwachsenen. Kinder kommen ja schnell zusammen, aber die Erwachsenen sollten auch irgendwie die Möglichkeit bekommen, miteinander zu sprechen und hier in Schwechat einfach Fuß zu fassen. Auch um die Kulinarik wurde sich hier gekümmert. Was gibt es denn da? Also Kulinarik, es ist immer viel oder fast alles selbst gemacht eigentlich. Es gibt meistens ein paar Brötchen, ein paar Aufstriche, aber was wir immer auch haben, sind selbstgemachte Kuchen, vegan, glutenfrei, aber auch eben für jemanden, der nicht vegan ist. Und da gibt es halt auch immer quer durch sozusagen die Omis-Kuchen und die Kuchen, die man halt so zusammenbringt. Unsere Überlegung war, nicht nur durchs Reden kommen die Leute zusammen, sondern insbesondere durch Spielen kommen heute die Leute zusammen. Und natürlich über die Jugend funktioniert das, die Kommunikation meistens, sage ich jetzt einmal, barrierefrei. Das ist eben ein ganz schönes Miteinander, wenn die Kinder sich kennenlernen, dadurch die Eltern kennenlernen. Und natürlich ist es in einer Stadt wie Schwechat, die jetzt sehr stark wächst, uns ein großes Anliegen, dass wir die Leute abholen und dass sie gerade über die Kinder ins Sprechen kommen, mit sich kennenlernen und so ein angenehmeres Miteinander herauskommt. Und das ist an diesem Sonntagnachmittag wohl gelungen. Bleibt noch eine Frage zu klären. Was steht denn für euch heute im Vordergrund? Ist das der Spaß oder wollt ihr gewinnen? Der Spaß. Bei mir ist es auch der Spaß. Bei mir auch.